Du machst zuverlässig, flexibel und spontan. Ich bin Frau Hahn, ich arbeite im Friedrich-Güter-Pflegewohnpark, ich bin hier Pflegedienstleitung. Wir sind auf Jumar aufmerksam geworden durch ein Video, was wir selber gesehen haben, was wir richtig gut fanden. Und deswegen wollten wir das unbedingt auch machen. Ich fand es interessant, weil es war mal was anderes, ein Werbevideo zu machen, was nicht nur auf einer Homepage läuft, sondern mit ganz vielen anderen Sachen verknüpft ist. Und war gespannt darauf, ob da tatsächlich mehr Bewerbungen kommen als bei den klassischen Anzeigen. Wir haben uns mit Jomar getroffen, gegenseitig ausgetauscht, um dann zusammen letztendlich was super Gutes zu entwickeln. Ich war selber bei dem Videodreh dabei und hatte dann spontan auch Ideen, die dann einfach auch schnell umgesetzt wurden mit Ideen auch von Jomar. Es wurden Fragen gestellt und die wurden dann auch beantwortet. Und das zweite Video war einfach, wir wollten auch ein bisschen die Praxis zeigen, wie ist es denn wirklich tatsächlich im Haus. Wo die Hunde dabei waren, haben wir sogar eine Actioncam auf den Hund geschnallt sozusagen und der Hund ist dann durch die Gegend gerannt. Und das war ein super tolles Erlebnis, das mit anzusehen. Sie kam sehr gut an. Ich habe selber eine Sitzung gemacht und in dieser Sitzung haben wir uns beide Videos angeschaut. Und alle haben durchweg gesagt, das ist ja toll, das ist ja super und die Hunde noch dabei. Tatsächlich machen wir das ja auch für die Mitarbeiter, dass die einfach gerne zur Arbeit kommen und wissen, hier ist genug Personal. Also wir haben jetzt ein halbes Jahr mit Jomar zusammengearbeitet und wir hatten 84 Bewerber und von den 84 haben wir tatsächlich gefühlt jetzt, glaube ich, 12 eingestellt. Und das ist für mich also wie ein Sechser im Lotto. Bei dem Dreh an sich selbst war super gutes Equipment dabei. Es wird ein Werbevideo gemacht, es wird zugeschnitten. Ich glaube, dass da einfach mehr dahinter steckt. Für den Erfolg, den wir jetzt hatten, fand ich es vollkommen okay. Ich würde Jomar weiterempfehlen und das habe ich auch schon gemacht.